möchte gern über das Thema weibliche Energie sprechen und levitieren. Irgendwie kriege ich voll gerade viele Downloads, das ist total heftig. Schaut mal auch die Häuser, die hier, also wo die Leute wohnen. Also, und zwar die weibliche Kraft ist ja ein sozusagen passives Aktivsein. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid in einem Zug, ihr sitzt und ihr macht nichts und trotzdem bewegt ihr euch, ja? Und wenn die weibliche Kraft aus der Kontrolle rausgeht, loslässt, dann fällst du in dich hinein und öffnest dich in dir, weil du in dir dich geöffnet hast, ohne dass du was tust, einfach nur, weil du losgelassen hast, weil du raus aus der Kontrolle gehst. Und Kontrolle ist machen, 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 tun, tun, tun. Das ist die männliche Energie, ja? Die will immer machen, tun, tun, tun. Und wenn ihr sozusagen versucht zu levitieren, heißt es, dass die Atome aus der Gravität rausgehen. Das ist eine Intention. Also wenn es irgendwie... Energie zu gehen, dass man loslässt und einfach nur ist. Also es wäre super krass interessant, wenn das irgendjemand macht, weil ich glaube, das ist, ja, manche sagen, sie levitieren und machen das schon, aber es hat irgendwie noch keiner erklärt, was die mit den Atomen machen. Und die Atome unterliegen ja der Schwerkraft und dem Magnetismus, aber wenn die Intention da ist, dass man loslässt, aus der Kontrolle rausgeht, und was auch noch ist, die UFOs, wie eine Fata Morgana können sie Effekte erzeugen, dass sie sich sozusagen ein Tarnschild erzeugen, wo man sie nicht mehr sieht. Nimm mal ein Blatt, wenn du die Querseite von dem Blatt siehst, dann siehst du das Blatt. Wenn du irgendwie zu dir her schaut, dann siehst du es nicht mehr. Also das ist wie, also es ist, die Form ist da, das UFO ist da, aber es ist so gerichtet, dass es nicht mehr erkennbar ist. Nimm eine Tischplatte. Auf der Tischplatte kannst du essen, aber wenn du dann die dünne Seite nimmst, dann siehst du die kaum. Also es verschwindet. Das ist sozusagen das 2D. Also es ist hochinteressant, was ich gerade irgendwie für Inputs bekomme. Das wollte ich einfach mit euch teilen und auch hier diese Landschaft. Also das zum Thema Levitieren unsichtbar machen. Und wie kann man schweben? Also auch hier das Wasser. Ich habe gemerkt, dass hier Flugstellen sind. Die haben hier Einschneide und also die fliegen hier rein, die UFOs, und fliegen auch wieder raus. Und deswegen hat das Wasser hier einen ganz anderen Gravitationszustand.